Jesus sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Johannes Kapitel 14, Vers 14. Gott erhört Gebet, denn unser Gott ist nicht taub noch stumm. Er hört und er redet. Er hört, wenn seine Kinder mit ihm im Gebet sprechen. Er hört und er hört unsere Gebete. Er erhört es genauso, wie wir es erhören würden, wenn wir Gottes unendliche Weisheit, Liebe und Macht hätten. Manchmal gibt er uns, was wir wollen, manchmal etwas Besseres, aber immer das, was wir brauchen. Manchmal sagt er Ja zu unseren Bitten oder auch Nein, weil er mehr weiß als das, was wir innerhalb unseres begrenzten Verstandes beten. Sein göttliches Warte kann auch eine Gebetserhörung sein, denn wir sind noch nicht reif genug für die Erhörung unserer Bitte. Gott kann unsere Gebete schnell erhören. Manchmal lehrt er uns, geduldig auszuharren. Aber wenn es auch so scheint, als ob Gott schweigt und sein Angesicht vor uns verhüllt, bleib dran, bete und gib nicht auf. Als ich immer mehr Christen aus der englischsprachigen Welt kennenlernte, fiel mir sofort auf, dass sie viel bewusster ihr Gebet beenden, nämlich mit der abschließenden Formulierung »In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.« Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Mir fiel auf, dass in der deutschen Sprache selten ein Gebet so beendet wird. Meine Frau, die aus Indien kommt, war oft erstaunt, wie abrupt wir unsere Gebete beenden. Es fehlte ihr dieser abschließende Satz, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Könnte es sein, dass uns da etwas Entscheidendes fehlt? Natürlich verteidigen wir uns mit dem Argument, dass so eine Formulierung am Ende eines Gebetes zu einer Floskel werden kann, vielleicht sogar zu sehr nach einer magischen Formel klingt. Es kann auch leicht nur dahingesagt werden. Aber Hand aufs Herz. Haben wir nicht so viele Gebetsformulierungen, die wir gedankenlos beten? In vielen öffentlichen Gebeten wird immer das gleiche Muster erkennbar. Was bedeutet es denn, wenn ich bewusst in seinem Namen bete, so wie Jesus es in Johannes Kapitel 14, Vers 14 lehrte? 5 Lektionen fallen mir dazu ein. Erstens, wenn wir im Namen des Herrn Jesus zu Gott beten, dann bringen wir zum Ausdruck, dass Jesus Christus unser Mittler ist. Wir kommen durch Christus zum Vater. Jesus steht zwischen mir und dem Vater. Ich ehre Christus als meinen Mittler und Hohepriester, der sich beim Vater für mich einsetzen möchte. In Christus habe ich Zugang zum Vater in der himmlischen Welt. Zweitens, wenn wir im Namen des Herrn Jesus zu Gott beten, dann ist es das Gleiche, als ob er diese Bitten vor den Vater bringen würde. Das gibt unseren Gebeten eine große Bedeutung und Macht. Ich bringe damit zum Ausdruck, genau so wie ich jetzt bete, so würde Jesus auch beten. Ich bete in seiner Gesinnung, ich stehe in einer geistlichen Harmonie mit meinem Herrn. Mein Herz ist eins mit seinem Herzen, meine Gesinnung mit seiner Gesinnung und meine Sehnsüchte und Wünsche stehen im Einklang mit dem Willen Jesu. Haben wir schon einmal unsere Gebetsbitten daraufhin überprüft? Beten wir so, dass es der Gesinnung Jesu entspricht? Ich bitte nicht nach meinem Willen. Ich poche nicht auf meine eigenen Rechte, sondern jede Bitte soll umhüllt sein mit der Gesinnung meines Herrn. Wie ich bete, so entspricht es seinem Willen. Dies bedeutet natürlich, dass wir wie die Rebe am Weinstock bleiben müssen, wie Jesus es in Johannes 15 entfaltet. Nur wenn ich in ihm bleibe und seine DNA durch mein Leben fließen kann, dann werde ich auch immer mehr in seiner Gesinnung beten.
Drittens, wenn wir im Namen des Herrn Jesus beten, kommen wir in Verbindung mit unendlicher Macht, denn wir verbinden uns ganz bewusst mit der Autorität unseres Herrn. Bei ihm ist alles möglich. Ich bin schwach, er ist stark. Ich berufe mich auf sein Wort, auf seine Stärke. Ich berge mich als schwaches Kind in seinen starken Armen. Ihm ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Er ist der Auferstandene. Daher ist Beten im Namen von Jesus auch immer Beten in der Kraft der Auferstehung. Er kann Himmel und Erde in Bewegung setzen, wenn seine Kinder beten. Er hat die Kraft, das Böse zu überwinden, Kraft, neues Leben und Heilung zu schenken. Viertens, wenn wir im Namen des Herrn Jesus beten, dann bringen wir unsere Abhängigkeit von Jesus zum Ausdruck. Ohne ihn kann ich nichts tun. Ich habe keine andere Instanz, auf die ich mich berufen könnte. Jesus hat alles für mich am Kreuz von Golgatha getan. Ich werfe mich ganz auf Jesus, so wie Jesus sich ganz auf den Willen seines Vaters konzentrierte. Beten im Namen von Jesus bedeutet auch, im Geist von Gethsemane zu beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Fünftens, wenn wir im Namen des Herrn Jesus beten, bringen wir zum Ausdruck, dass er der Handelnde ist bei jeder Gebetserhörung, die er schenkt. Wenn wir beten, geschehen Dinge, die nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nie geschehen würden. Unser Leben knistert vor Spannung des Übernatürlichen. Durch den Heiligen Geist geht von uns radioaktive Strahlung aus. Wenn wir mit dem Leben anderer in Berührung kommen, geschieht etwas für Gott, weil Jesus in mir wohnt und durch mich wirkt. Beten im Namen von Jesus. Vielleicht sollten wir demnächst bewusster beten, wie es unsere englischen Schwestern und Brüder tun. I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Ich bete im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.